He's not here. Why? This operation is taking way too long already. Warning. The emergency system has been activated. Emergency lockdown in progress. What's going on? No. Oh, Kirk must have tripped off the security system. That fool. What's your status, Regina? I'm reading an emergency lockdown in your section. We're trapped inside here. Kirk must have triggered it off. We didn't touch anything. Can you clear it? I'll see what I can do. What's wrong with this thing? Cool it, Gale. We'll find a way out somehow. Okay, guck noch mal, was Gale sagt. Na, oh, red doch mit ihm hier, mein Gott. Er versucht herauszufinden, wie die Schlösser dieses Raumes geöffnet werden. Okay, können wir jetzt hier irgendwas machen? Guck noch mal an den Türen. Ist vom Computer verschlossen. Jetzt blinkt das hier auch nicht mehr. Da haben wir ja vorhin die Luke schon mal freigelegt. Gehen wir mal da dran. Möchtest du das Bedienfeld benutzen? Ach, was ist das denn schon wieder hier? Okay. Scheiß Gebussele hier auch noch. Okay. Können wir das... So. Dann... Vielleicht... Nee. Muss mal gucken hier. Ich denke mal, das ist auch nicht so wirklich richtig. So vielleicht. Gucken einfach mal. Das... Ja! Das hat sehr gut geklappt, wie ich finde. Okay, wir probieren es mal andersrum. Genau, dann haben wir den schon mal da drin. Dann... Das ist richtig. Können wir den nochmal irgendwie verändern? Nee, da brauchen wir nichts. Ha. Huh. Das ist auch nicht so wirklich richtig. Ach, Mensch. Ach ja, ich liebe solche Rätsel. So, gucken wir nochmal. Den Ecken, das passt doch auch nicht. Oder vielleicht der. Der kommt dahin. Dann der. Ich denke mal, das ist auch wieder falsch. Ja, es dürfte sehr falsch sein, genau. Dann da oben ist überhaupt nichts. Genau, nochmal zurück. Back. Ah. Scheiße. Hm. Nochmal drehen. So könnten wir den... Ja, das macht wohl eher Sinn. So. Jetzt... So. Und so? Nein! Ach, scheiße! Fast. Fast. Ich denke mal, das Ding ist richtig. Aber wir brauchen auf diesem ein Stück noch was. Das haben wir natürlich jetzt nicht. Vielleicht so? Ja? Ach, endlich! So. Nee, immer noch nicht. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was fehlt uns denn? Ach, das untere Stück. Oh. Huh. Irgend so ein Dingen. Nein. Back, genau. Das müssen wir irgendwie so haben. Aber dann fehlt uns wieder das eine Dingen. Genau, das können wir nicht machen. Nein. Oh, genau so. Ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal drehen. Wir probieren es einfach mal. So. Das gibt es doch nicht, Mann! Scheiße.
So. Gucken wir uns das nochmal an. Dann überdeckt. Guck es einfach nochmal. Achso, dann überdeckt er den schon wieder. Das ist auch nicht gut. Genau, zurück. Und zurück. Komm. Jetzt. So. Ja, endlich, ey. Es hat ja auch jetzt lang genug gedauert. So. Warning. So. The emergency lockdown has been bypassed. You have 10 minutes until this section is sealed off. We'd better get moving. We've bypassed the door lock and we're on our way out. That's great. But the entire underground area is crawling with dinosaurs. You'll never be able to make it through there. Don't sweat it. I'll take them all out one by one if I have to. Brilliant plan, fearless leader, but I have a better one. These readouts tell me there's an emergency escape hatch in the dock's private quarters. You should be able to make a clean break through there. Are you sure? Yeah, but there's one problem. The hatch is password locked through the mother system. Forget it. If you can't crack the code before the dinosaurs rush in, we'll be completely trapped. I know. You'll just have to trust me. I don't. Fine. What about you, Regina? Make your choice. Oh, jetzt dürfen wir wieder eine Entscheidung treffen und er verzieht sich ja mal wieder natürlich. Was willst du tun? Wähle den Plan, den du sinnvoll hältst. Gales Strategie, durchbrechen und sich aufs eigene Geschick verlassen. Ricks Strategie, mit Rick rechnen und durch die Luke entkommen. Okay, wir haben aber sowieso nicht so viel Munition, deswegen nehme ich mal Ricks Strategie und versuche durch die Notluke zu flüchten. Okay, gehen wir mal direkt rein. Spielstand speichern, ich weiß nicht. Nee, wir flüchten einfach nochmal, dann machen wir es beim nächsten Mal. Genau. Jetzt gucken wir erstmal, was jetzt hier auf uns wartet, wieder für Spielereien. So, jetzt beeilen wir uns auch mal. So, zack, zack. Und an das Terminal. Du kannst die Notluke mit diesem Computerterminal entriegeln. Willst du das tun? Ja, das wollen wir tun. Got it! I just cracked into the mother system! Good work, Rick. It was nothing. But that's just the beginning. The release code for the hatch automatically rewrites itself periodically. We have access, but we're down to 2 chances to clear it. So let's make sure we get it the first time around. I'm going to force the system to display the release codes. Make sure you enter them exactly as displayed. Let's do it. Okay. Okay. Ach so, oh, ich schreibe das mal besser auf. A, F, D, D, C. Okay, das hätte man sich eigentlich noch merken können, aber sicher ist sicher. A, F, D, D, C. Okay. Perfekt. I'm transmitting the next. Okay, A, E, F, F, E, B, C. Ja, zum Glück habe ich hier eh sowieso gerade einen Zettel, weil sonst hätte ich doch enorme Schwierigkeiten, mir die Codes zu merken. A, E, F, F, E, B und C. Zack. Sehr schön. Und das letzte jetzt. Transmitting the final code. Was? Ach so, oh, 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 oh. A. E. Boah, das ist ja fies, wenn man sich das merken müsste. So. Boah. A, E, A. E. A. A. Oh mein Gott, reicht das jetzt mal hier? F. Und E. Okay. A,
E. A. E. A. A. F. E. Okay, probieren wir es mal. Yay! Wir können fliehen. Excellent. You got mad skills. Now don't waste any time. Just get out of there. Ja, jetzt aber schnell hier. Willst du die Notluke benutzen? Ja, sicher. Komm, raus hier. Wäre Gail jetzt mitgekommen, dann hätte er jetzt nicht so viel Munition verballern müssen. Aber okay, es ist sein Problem. Ach, jetzt weiß ich, wo wir rauskommen, vor dem großen Fahrstuhl. Hold it. Dr. Kirk, we've come to help. We're representatives from your nation's government. My nation? I'm touched. And what do you government agents want with me? Shut up. You're coming with us if I have to knock you out and drag you back myself. Well, according to the government, I'm officially deceased, correct? If that's the way you want it, I'd be more than happy to oblige. So what'll it be, genius? Relax, agent. My study is nearing its final stages. Magnificent, isn't it? But I can't leave before I've analyzed the final results. I don't give spit about your results. I'm taking you back under orders, so shut up and follow me. Regina, locate the communication facility and call in the extraction chopper. You can't do this! I have rights! According to command, you're government property, pal. I suggest you take it up with them. No! They can't do this to me! They deserted me 3 years ago and now they want me back? This is preposterous! Shut up. Then shoot me, idiot. You lame, flat-top, jaw-headed... Shut up. Where's the communication room? Take the elevator up from the control room. I need a card to access that elevator. I know you've got one. Hand it over, Doc. Fine. So, we're all set then. I'll meet you at the heliport. Hey, wait, where are you going? I have a little unfinished business to take care of. I'll drop this guy off with Rick. Now get moving. Unfinished business? Das wird ja immer schöner. Bereich. Okay, ich denke mal, wir sollen uns wieder in der Steuerzentrale eintreffen hier und dann zur Kommunikationsanlage gehen. Kommen wir eigentlich jetzt hier raus oder wo müssen wir lang? Kommunikationsanlage, wir könnten doch eigentlich wieder nach oben fahren. Naja, wir folgen den beiden jetzt erstmal. Ich denke mal, die wissen, wo es lang geht. Treffen uns erstmal in der Steuerzentrale, wie es schon gesagt wurde. Oder, warte mal, was ist jetzt schlauer? Durch den Hilfsgeneratorbereich zurückgehen? Oder, dort sind wir auf jeden Fall draußen. Ja, wir gehen einfach hier zurück. Ich denke mal, das ist am schlauesten. Genau, Materialzugang. Dann gehen wir direkt weiter. Genau, oh, wir nehmen das noch mit. Blutstiller, das ist immer gerne gesehen. Genau, gehen wir direkt hier durch. Dann sind wir nämlich direkt gleich, nämlich schon wieder oben. Genau, zack. So müssen wir auch nicht weit laufen. Dann gehen wir auch direkt wieder durch den Lüftungsschacht und sind dann direkt schon in der Steuerzentrale. Ah, das ist doch perfekt ausgeklügelt hier vor mir. So, muss ja auch mal sein. Ich hoffe, jetzt kommen hier keine Mistviecher. Nö. Okay, dann geht's jetzt ganz, ganz schnell weiter. Gehen wir jetzt erstmal in die Steuerzentrale und dann zum Heliport. Genau, jetzt erstmal weiter, genau. Hier ist auch irgendwo so ein Mistvieh, ich hoffe mal, den können wir jetzt einfach umrennen. Komm, hoch hier. Genau, schnell nach oben. Auf das Vieh geschissen. Genau, zack, Rohrwartungsgang. Ah, First Floor. Genau, nehmen wir jetzt hier die Abkürzung durch die Schächte
und kommen jetzt gleich direkt vor der Steuerzentrale wieder herunter. Okay, da wären wir. Ich hoffe mal, hier sind jetzt keine Mistviecher. Nö. Oh, die Musik, ey. Mein Gott. So, jetzt erstmal gucken, was jetzt hier besprochen wird. Irgendwie ist hier keiner von den Fuzzis. Aber wir können aufs Dach rauf. Ach so, wir haben ja jetzt die Karte bekommen. Ach so, mit dem Ding können wir dann halt direkt aufs Dach. Auch nicht schlecht. Du hast die ID-Karte benutzt. Okay. Das ist ein Knopf. Da ist ein Knopf. Willst du ihn drücken? Das ist ein Knopf. So. Ach so, dann ist das dieser kleine Aufzug. Aber hätten wir nicht dann einfach theoretisch den großen Aufzug benutzen können? Oder wo kommen wir jetzt raus? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Okay. Gegenstand 00 Schrot. Okay, das nehmen wir mit. Objekt 00 Schrot. Wo ist das denn? 8 von 10. Das elektrische Feld ist instabil. Vielleicht ist die Antenne die Ursache des Problems. Wahrscheinlich. Eine Aufzeichnung. Die Antenne wird ab 21 Uhr aufgrund des Experiments vorübergehend eingefahren. Ja, ich denke mal, das wird das Problem sein. Eine Liste von Funkfrequenzen für verschiedene Ziele. So, gehen wir mal hier ran. Dieser Notfallbox kann Munition gelagert werden. Ein Stecker, den haben wir. Sehr schön. Wie viel Platz haben wir? Okay. S4 W-Patronen. Das ist aber stärker, glaube ich, als die normalen. Okay, SG-Patronen nehmen wir mit. Und Betäubung auch. So, jetzt gucken wir erstmal. Genau, die sind nämlich stärker, glaube ich, als diese normalen. Gucken wir, dass wir hier noch was mixen können. Betäubung mit Blutstiller. Genau, Blutstiller Plus. Können wir hier noch irgendwas machen? Nö. Dann nehmen wir uns noch das letzte Ding hier raus. Und von diesen Kästen können wir auch auf die anderen zugreifen, die wir bereits geöffnet haben. Genau, zack. Sehr schön. Blutstiller Plus, Plus. Also Plus können wir noch... Nee, können wir nicht machen. So, jetzt geht's aber weiter. Diese Datei enthält Aufzeichnungen der Funker. Ja, was ist das hier? Auf dem Kasten steht das folgende. Antennenschlüssel nur im Notfall benutzen. Yay, den brauchen wir. Ein Startschlüssel in Form einer Karte. Yay, jetzt können wir gleich auch weitergehen. Gucken, wo wir hier rauskommen. Wahrscheinlich doch oben auf der Rampe. Das Schloss ist nun offen, hä? Spielstand speichern. Ja, ich denke mal, dann speichern wir. Im nächsten Part geht es weiter. Dann finden wir heraus, was mit der Antenne los ist und versuchen sie wieder zu aktivieren. Bis zum nächsten Part, meine Freunde.